Hallo ihr Mafiosi, willkommen zur finalen Folge von der Parte 2 auf der PlayStation 3. Das ist die 35. Folge und das wird wie gesagt auch die letzte sein. Und beim letzten Mal haben wir die letzten Nebensächlichkeiten erledigt. Und jetzt geht's zum Haus in Florida, da treffen wir uns nämlich mit Michael Corleone. Und ich bin mal gespannt, was die beiden jetzt austüfteln werden. Er ist verrückt. Was zum Teufel meint er mit Establishment? So, wir fahren nach links, oder? Ja, nach links. Und mal gucken, was da jetzt abgeht. Uns fehlt eine Trophäe bis zur Platin-Trophäe. Wir haben beim letzten Mal drei Trophäen bekommen. Einmal die für alle Waffen-Upgrades. Dann einmal die für alle Gefälligkeiten für die Polizeibeamten. Für die korrupten Polizeibeamten. Und einmal für alle Saves. Also es war eine super erfolgreiche Folge. Und das war nur knapp über eine Stunde. Und jetzt sind wir in unserem Haus in Florida. Und hier erwartet jetzt Michael Corleone auf uns. Puh, seid ihr bereit fürs Finale? Ich bin's auf jeden Fall. Let's go. Hallo Michael. Freu dich, Tom. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Ich weiß, Junge, ich weiß. Es ist nur schwer zu glauben, dass alles vorbei ist. Michael hat dir etwas zu sagen. Rede mit Michael. Es muss nur noch eine Kleinigkeit erledigt werden. Eine Kleinigkeit? Du hast es geschafft, Dominik. Die Almeidas, die Manganos, alle anderen, sie sind Geschichte, dank dir. Du hast dir einen Namen gemacht. Einen Namen, den die Leute respektieren. Don Corleone. Danke, Michael. Das ist eine Ehre. Aber eine Sache musst du noch erledigen. Hab ich recht? Ja, Heyman Roth. Er lebt noch. Aber er ist nicht mehr im Lande. Ich komme nicht an ihn ran. Nein, er ist hier in Florida. Senator Geary hat ihn ausliefern lassen. Korruptionsverdacht. Er müsste in Kürze landen. Was? Ich soll ihn am Flughafen töten? Unmöglich. Sie übergeben ihn den Finanzbehörden und dem FBI. Das ist, als würde man versuchen, den Präsidenten zu erschießen. Es ist nicht unmöglich. Nichts ist unmöglich. Rede mit Tom. Wenn irgendwas sicher ist und die Geschichte uns irgendwas gelehrt hat, dann, dass jeder getötet werden kann. Ja, das mit dem Präsidenten haben wir ja sogar versucht. Das hat aber nicht geklappt. Auch wenn ich ihnen einen Headshot verpasst hatte. Fahren Sie zum Flughafen. Alter, das wird eine krasse Ballerei, glaube ich, noch mal am Flughafen. Endlich wieder in Florida. Gut. Ich glaube, das wird eines Finales würdig werden, auf jeden Fall. Definitiv. Ich habe einen Bremsstreifen auf meine Auffahrt gemacht. Keine Ahnung, warum er sauer ist. Unterschätze ihn nicht. Heyman Roth ist clever. Clever. Und gefährlich. Rechne mit allem. Ja, wir müssen echt aufpassen. Der alte Sack hat es faustdick hinter den Ohren. Sonst wäre er nicht so alt geworden in diesem Geschäft. Weil solche alten Leute hast du gar nicht so oft in diesen Mafia-Games, weil die normalerweise gar nicht so alt werden, weil die immer vorher irgendwie gekillt werden oder was auch immer. Das heißt, wenn da wirklich so ein alter Mann ist, an der Spitze irgendwo, dann weiß man, okay, der hat vieles richtig gemacht. Oder der ist halt über sehr viele Leichen gegangen, um sich selber zu schützen. Oder er hatte einfach nur Glück. Aber ich glaube, Glück brauchst du sowieso immer so ein bisschen. Sonst kannst du das gar nicht schaffen. So, wir sind da. Heyman Roth wird gut beschützt. Nicht nur von seinen eigenen Männern, auch von den Cops. Schauen wir mal. Hey, gib mir eine Kippe, okay? Muss ich mit der Katzenaugen-Lady sprechen? Passieren Sie den Sicherheitscheck. Ist das hier in dem Gebäude? Ja, ne? Muss ja. Besteche jetzt erstmal den Kopf, damit ich gleich keinen Ärger habe. Vielleicht hilft das ja. Wir mögen auf verschiedenen Seiten stehen, aber das heißt nicht, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich weiß, Sie machen nur Ihre Arbeit und als Bürger schätze ich das auch. Aber als Geschäftsmann brauche ich ein wenig Kooperation. Jetzt verstehen wir uns. Aber treiben Sie es nicht zu bunt, okay? So, Sicherheitscheck. Hören Sie, ich weiß, wer Sie sind. Sprechen Sie also gerade heraus. Was wollen Sie? Also gut, es geht um Folgendes. Ich muss durch die Absperrung und mit Mr. Roth sprechen. Wenn Sie mir helfen, schulde ich Ihnen was. Okay, alles klar. Aber
Egal, worum es geht, versprechen Sie mir, dass niemand verletzt wird. Meine Freunde arbeiten hier. Oh, das kann ich nicht garantieren, aber... Das wahre Verbrechen ist doch, wie viel Sie verdienen. Ich würde mich gerne etwas um Sie kümmern, Officer. Nicht übel. Mal sehen, was ich tun kann. Aber bleib cool, ja? Ich bleib immer cool. Ein Glück, dass der Mann jetzt auf... Wo muss ich jetzt hin? Achso, okay, jetzt müssen wir da irgendwo... Jetzt können wir hier durch. Gehen Sie einfach weiter, Mann. Geht das? Kann ich... Ich erledige ihn auf meine Art. Hä, wie... Ich kann ja nicht weitergehen, weil das nicht offen ist. Wo muss ich lang? Hier lang? Schönen Tag noch. Achso, ich muss hier durch. Und dann hier. Ah, okay. Die Cops hier sind alle unterbezahlt. Aber wir haben Macht. Und ich habe Geld. Sehen Sie, Officer, ich bin Geschäftsmann. Und meine Geschäfte sind privat. Verstehen Sie? Wenn Sie ein bisschen Spielraum brauchen, kein Problem. Super. Machen wir den Airport doch einfach zu unserem Spielplatz. Das ist doch schön. Finden Sie Heim in Rot. Hey. Ja, ich werde mal meine modifizierte AK ausprobieren. So, unsere letzte Schlacht jetzt. Wenn du mit dem Ding zielst. Oh, ich muss in Deckung. Das ist so krass hier gerade. So, weiter. Oh, in die schnelle Deckung. Halte. Hey, ich gehöre zu dir. Ja, ich bin doch dabei, Mann. Oh, ich muss mal kurz hier. Hab den erledigt? Okay, weiter, weiter, weiter. Heim in Rot entkommt uns hier nicht. Weiter. Los, Cap, wir wollen. Es ist noch nicht. Es ist noch nicht vorbei. Wir haben einen ganz in der Nähe. So, weiter, weiter, weiter. Hier müssen wir lang. Oh, da ist mal wieder ein Fläschchen. Ha. Okay, wir haben volles Leben. Leute, das ist so krass. Das ist so viel Action hier. Ich habe zwischendurch mal nicht kommentiert, weil es sowieso so laut hier ist. Ihr hättet mich sowieso nicht verstanden. Und ich will das auf jeden Fall nicht leiser machen, weil das ja dann gehört ja zur Atmosphäre dazu. Das ist die letzte Mission wahrscheinlich. Ist Rot hinter dieser Tür? Ich verlasse das Land. Sie sehen mich nie wieder. Eliminieren Sie Heim in Rot. Du hast uns so verarscht, du alter Sack. Sie haben mich reingelegt, Rot. Warum? Sagen Sie es mir. Weil das Leben nun mal so spielt. Es war rein geschäftlich, Dominic. Lassen Sie mich gehen. Ich gebe Ihnen alles, was Sie wollen. Bitte, Dominic,
Lassen Sie mich gehen. Lassen Sie mich gehen, ich gebe Ihnen alles, was Sie wollen. Bitte, Dominic, lassen Sie mich gehen. Lassen Sie mich gehen, ich gebe... Bitte, lassen Sie... Ist nichts mehr zu sagen? Ha, das ist für alles, was du uns angetan hast. Damit kommen Sie nicht durch. Schaffen Sie ihn mir vom Hals. Bitte, Dominic, lassen Sie mich gehen. Wie kille ich ihn am besten? Ich weiß es nicht. Ich schüpfe sie einfach runter. Oder machen wir so? Hä? Wow. Das ist ja krass, wie er gestorben ist. Wahrscheinlich an Altersschwäche gestorben. Ich hab ihn nicht mal in den Todesstoß versetzt. Oh. Okay, ich verschwinde. Was Besseres hat man hier gerade nicht. Ein Öllaster. Sehr geil. Und jetzt kann man hier auf dem Flughafen wirklich rumfahren? Das ist ja krass. Alter. Es ist noch nicht vorbei. Wir sind jetzt schon im Arsch. Das ist ja auch ein Öllaster. Das ist ja auch dumm. Es sind keine Cops, die man hier... Mein Typ ist tot. Die sterben da jetzt alle. Wach auf, Mann. Au! Au! Beleb ihn wieder. Wie muss ich fahren? Wie fahre ich jetzt am besten? Ich muss da oben hin. Zum Mangano-Anwesen. Boah, das ist ja noch voll weit weg. Was mache ich denn jetzt? Ich wollte eigentlich da lang, aber ich habe keine Wahl mehr jetzt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Das schafft's nicht. Ich werde sterben. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, 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 oh, mein Gott. Mein Auto ist fast im Arsch. Weg, 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 weg. Das Auto fährt fast nicht mehr. Alter, scheiße, Mann. Der Weg ist so verdammt weit. Raus! Aussteigen, geh raus, Mann! Steig aus der Karre, Mann! Getroffen. Ich will es nur mal versuchen. Ich glaube, das ist storytechnisch. Das wird nichts bringen. Das kannst du hier wahrscheinlich nicht machen. Die werden jetzt nicht weg sein. Aber vielleicht... Oh, selbst wenn ich nur ein bisschen Ruhe habe jetzt vor den Cops, das wäre schon so magisch jetzt. Ich glaube, das hat wirklich... zeigt Wirkung. Die Gefälligkeit bringt wirklich was. Wir werden gerade nicht verfolgt. Für eine gewisse Zeit. Oh mein Gott, das ist ja so krass. Wow. Es bringt was. Ich muss gleich auf jeden Fall, wenn wir das Spiel durchhaben, muss ich auf jeden Fall nochmal mein Geld ausgeben. Das kann ja nicht sein, dass ich hier so viel Geld behalte und es einfach nicht benutzt habe. Das ist ja wohl Wahnsinn. Also da muss ich auf jeden Fall noch was tun. Wie fahre ich jetzt am besten? Und hier nach rechts direkt, ne? Super. Ey, das hat ja wirklich geholfen. Wieso fahre ich eigentlich nie? Das wäre eigentlich auch mal eine Idee, oder? Wenn du mich fahren würdest und ich lehne mich einfach zurück. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich klappt. Ich habe das nur mal so gemacht jetzt. Aber das hat ja wirklich funktioniert. Hätte ich mal von Anfang an machen sollen. Ah, und hier beim Mangano-Anwesen endet jetzt alles, oder wie ist das? Wir sind da auf ein verdammtes Wespennest gestoßen. Was Don Corleone wohl dazu sagen würde. Es ist vorbei. Ich weiß. Ich wusste immer, du schaffst es. Los, komm mit. Heißt für uns mehr Geld, richtig? Ein neuer Don. Du hast dir was verdient. Pate, es ist mir eine Ehre. Pate! Dominic, du hast heute was bewiesen. Du hast bewiesen, dass ich recht hatte. Und du verdienst meinen Respekt. Pate! Pate! Gratuliere! Pate! Pate! Salut. Salut. Gratulation. Gratuliere. Hey, gratuliere. Pate. Glückwunsch.
Heilige Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Fredo, es tut mir leid. Oh shit. Oh, wenn ich das Lied schon höre, ich glaube, das muss ich muten. Das geht, glaube ich, nicht. Aber egal. Das war auf jeden Fall der Part der zweiten. Hat er jetzt gerade Fredo ermordet? Es sah so aus. Ich meine, die hatten sich ja schon zerstritten, so ein bisschen, die beiden. Maike sagte ja mal in irgendeiner Cutscene, jo, du bist für mich kein Bruder mehr. Oder so. Jetzt hat er es zu Ende gebracht mit ihm. Aber was war das nochmal für eine krasse letzte Mission? Am Flughafen nochmal so viel Geballer, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass diese Gefälligkeit da noch funktionieren würde. Aber das fand ich jetzt irgendwie cool, dass ich da keine große Verfolgungsjagd zum Schluss mehr hatte. Aber ja, das war auf jeden Fall der Part 2. Die Platin-Trophäe ist ja auch gerade schon aufgeploppt. Ich wollte ja mal nichts sagen, ich habe das einfach mal so für sich sprechen lassen. Da war ja gerade auch die Cutscene. Und ja, das war der Part 2. Ich habe es jetzt tatsächlich zustande gebracht, das gesamte Spiel zu platinieren, ohne auch nur eine Folge hochgeladen zu haben. Aber das war halt dieses lange Wochenende über den 3.10., über den Tag der Deutschen Einheit hinweg. Und dann, ja, dann über dieses lange Wochenende. Ich habe mir vorgenommen, ich wollte viel aufnehmen. Dass dann so viel wurde, spricht ja dann eigentlich nur fürs Spiel, dass ich so viel Lust hatte, da weiterzumachen. Und ja, das Spiel hat mir gut gefallen, kann ich sagen. Ich habe ja der Part 1 schon gespielt, deswegen werde ich jetzt unweigerlich auch ein paar Vergleiche ziehen. Ich muss sagen, das Spiel hier hat seine Stärken und Schwächen gehabt. Was ich sehr gut fand an dem Spiel war einfach dieser neue technische Aspekt, dass man seine Wachen auch upgraden konnte. Dass man abhängig von denen war auch in gewisser Weise, weil die Spezialfähigkeiten hatten, die man selber nicht hatte. Das heißt, man musste auch ein bisschen zumindest taktisch vorgehen, indem man sich eben die richtigen Leute in das Team holt. Ich hatte ja am Anfang ein bisschen Probleme, wo ich noch nicht diesen Kämpfer, diesen Schläger hatte. Da kam ich ja nicht durch diese Türen durch. Ist eigentlich absurd, dass man diese Tür nicht selber eintreten kann. Das ist eine blöde, rotte Holztür wahrscheinlich gewesen jedes Mal, aber wie dem auch sei. Ich fand es gut, dass man da auf jeden Fall auf die Fähigkeit angewiesen war. Das heißt, man brauchte wirklich seine Leute. Man lernte die Leute wirklich kennen, man lernte sie auch zu schätzen. Das war bei der Part 1 noch gar nicht so. Da konnte man so einen Schlägertrupp immer rufen durch eine Spezialfähigkeit, aber die hatten ja auch, glaube ich, keine Namen und sowas. Und vielleicht hatten sie Namen, aber die haben ja keine wirkliche Rolle gespielt. Und hier hat man jetzt wirklich seine drei Jungs, mit denen man wirklich durch dick und dünn gegangen ist. Und das fand ich cool. Man konnte sie upgraden. Man konnte auch den eigenen Charakter upgraden und dafür nicht für irgendwelche Fertigkeitspunkte, sondern einfach nur für Geld, was ich auch ganz cool fand, eigentlich. Und es war auch cool, dass man alles kaufen konnte. Ich finde das immer blöd, wenn man sich für irgendwas entscheiden muss und dann hat man einige Fähigkeiten nicht oder sowas. Das war bei der Part 1 so. Na gut, da hätte man auch leveln können noch weiter nach dem Spiel, nach der Story, aber da hatte ich auch keine Lust zu. Und das war auf jeden Fall das Schöne an dem Game, das war cool. Was ich nicht so cool fand, beziehungsweise was ich in der Part 1 besser fand, war einfach die Story. Ich fand, in der Part 1 kam dieses Mafia-Geschäft einfach nochmal ein bisschen besser rüber und es gab mehr Cutscenes, es war emotionaler, wenn man daran denkt, dass hier, wie hieß nochmal die Freundin von Aldo, seine Freundin, die Schwester von Monk. Das war da so emotional, als sie gestorben ist, damals in dieser Kirche und es gab auch mehr Verrat und, ja gut, in dem Spiel gab es auch viel Verrat, aber das war irgendwie alles besser inszeniert mit Cutscenes und so weiter. Ich fand das irgendwie besser gemacht. Hier war das so ein bisschen, hier hatte man so ein paar Cutscenes und dann sollte man dies machen, das machen, aber irgendwie, ich weiß nicht, der Storyfluss war immer so ein bisschen gestört, fand ich. Und es ist auch nicht, man hätte das besser machen können, finde ich, mit den Cutscenes. Das wäre so mein Kritikpunkt, wenn ich es mit der Part 1 vergleiche. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass ich das schlecht fand hier. Ich fand nur der Part 1 in dieser Hinsicht besser. Und es war auf jeden Fall deutlich kürzer als der Part 1.
Und, naja. Es... Ja, was die beiden Partyspiele gemeinsam hatten, man hatte immer, wenn man alles machen wollte, man war immer eine Zeit lang von der Story weg und hat dann einfach irgendwelche anderen Dinge gemacht. Und zum Schluss hieß es dann immer, jo, du musst jetzt alle Familien übernehmen, was man auch viel besser hätte inszenieren können. Man hätte für jedes Anwesen hätte man nochmal ein paar Cutscenes generieren können, hätte man erstellen können. Und dann hätte man epische Dialoge noch haben können mit den jeweiligen Dons und so weiter. Das hätte man echt alles viel besser machen können, aber das war in der Party 1 ja auch schon so. Da hieß es ja auch auf einmal, jo, du musst jetzt alle Familienmitglieder, alle Dons musst du erledigen. Und das war jetzt quasi am Ende auch wieder so, erledige alle Familien. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Ja, da hatte man natürlich die Freiheit, aber gleichzeitig muss man dann natürlich dann auch einen Teil der Story opfern. Dadurch, dass es dann keine Cutscenes gibt und sowas. Also ich finde, die beiden Spiele hätten da wirklich, die hätten da auf jeden Fall beide definitiv mehr rausholen können, storytechnisch. Aber ansonsten hat es echt Spaß gemacht, mit den Jungs rumzuspielen, mit den Gefolgsleuten, die aufzuwerten, mit den... Es gab diesmal keine Filmrollen oder sowas, was man sammeln musste, was ich auch mal ganz angenehm fand. Die Sachen, die man sammeln musste, die Saves und so weiter, die wurden auch alle angezeigt auf der Karte. Genauso wie die Gefälligkeiten und so weiter, also da auf jeden Fall, das haben sie gut gemacht. Wir haben mehr Autos als in einem Parkhaus stehen, Chief. Sollten wir uns nicht ein bisschen einschränken? Glückwunsch, spielen Sie online, um Ihre Karriere fortzusetzen. Das wäre schön, wenn man das jetzt machen könnte. Hätte ich euch auch wahnsinnig gerne mal gezeigt, aber die Server sind leider offline. Ja. Und jetzt sind wir hier. Ich würde das jetzt als 100% betrachten. Es gibt ja hier halt die 100% für Rot gekillt, Almeida, Mangano, Granados, Tony Rosato, Carmen Rosato. 100%, wenn man so möchte, ist das die 100%-Wertung in diesem Spiel. Zusätzlich die Sammelobjekte, Granados Stich versetzen, Tony Rosato Stich versetzen, Mangano Stich versetzen, Almeida Stich versetzen, die ganzen Gefälligkeiten für korrupte Beamten, gemachte Männer aus dem Gefängnis holen, schnelle Erholung, renoviere zerstörte Läden, Polizei zurückpfeifen, schnelle Erholung, Brückenzugang zum Lagerhaus, das war ja zu dem ersten Unterschlupf der Manganos, da musste man ja die Brücke runterfahren lassen. Dann die vier Banken, Security First Savings and Loan, Merit Credit Union, Banco de Cuba und Liberty Banking. Hört sich an wie eine Bank in Liberty City, in GTA 3 oder so. Die ganzen Schusswaffen, Präzisionsgewehr Stufe 1, Pistole Stufe 1, Magnum Stufe 1, Tommy Gun Stufe 1, Schrotflinte Stufe 1, die hat man ja einfach so gefunden. Spitzer Centerfire, schallgedämpfte Pistole, also sind beide Stufe 2. Die 44er Magnum Force Stufe 2, MP38 Stufe 2, abgesiegte Schrotflinte Stufe 2. Vintovka SR98 Stufe 3, Delta M1911 Stufe 3, 501er Magnum Enforcer Stufe 3, die war echt geil, die Waffe. Die modifizierte AK-47, die haben wir jetzt in der letzten Mission nochmal ausgiebig kennengelernt. Und die Schofield Halbautomatik Stufe 3. Dann kommen wir zu den Saves. Ich gehe hier einmal komplett durch. Ich werde jetzt nicht die Namen alle vorlesen, aber falls ihr einen Save noch suchen solltet, könnt ihr euch einmal hier die Orte anschauen, wo es sie alle gibt. Kann man ja wunderbar eben auch alles abgleichen. Das finde ich, wie gesagt, haben sie gut gemacht, dass man hier wirklich, dass man, wenn man an den jeweiligen Orten war, dass dann eben auch der Safe auch angezeigt wurde in dieser Statistik. Vorher stand da unbekannter Safe, glaube ich. Und sobald man dann aber an diesem Ort mal war, selbst wenn man nicht mal in dem Raum war, wo der Safe war, und ich weiß nicht, vielleicht muss man auch in diesen Raum, aber wenn man ihn übersehen hat, dann konnte man ihn trotzdem hier nochmal sehen und dann wusste ich jetzt deswegen genau, wo ich hin musste in der letzten Folge. Und das hat echt geholfen. Also das finde ich, haben sie wirklich gut gemacht. Das war ja, glaube ich, bei der Pate 1 nicht so mit den... Ja gut, da ist klar, dass sie dir nicht zeigen, wo die Filmrollen liegen und so, ne? Aber dafür hatte man bei der Pate 1 die Waffen-Upgrades auf der Karte angezeigt. Das haben sie natürlich hier jetzt nicht gemacht. Die musste man finden, aber den Aspekt fand ich jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Und in New York natürlich noch. So, das sind sie. Dann die Exekutionsarten. Gehen wir auch alle nochmal durch.
Also, ich kann euch empfehlen, wenn ihr die Exekution machen wollt, schaut euch einfach mal, googelt das mal ein bisschen oder guckt auf YouTube, da gibt es gute Videos dazu. Es hat mir natürlich jetzt auch geholfen, dass ich der Part 1 schon gespielt hatte. Also ich wusste schon, okay, du musst mit jeder Waffe zwei Exekutionen durchführen. Einmal im Stehen und einmal, einmal kniend. Das hat mir echt geholfen. Also da war ich auch damals in der Part 1 ein bisschen aufgeschmissener, als das damals soweit war, dass ich das machen musste, diese ganzen Exekutionen. Da musste ich mich auch erstmal reinfuchsen, aber es hat mir wirklich geholfen. Aber ja, die meisten sind selbstredend, einige sind ein bisschen nervig. Man kann auch viele Exekutionen einfach durch diese Kill-Bedingungen machen. Also man muss die Leute ansprechen, die so einen Schlüssel über sich haben und dann kann man da ja irgendwo hin, wo halt irgendein Familienmitglied ist der gegnerischen Familie. Und da muss man ja diese Kill-Bedingungen machen, das habe ich ja auch ein paar Mal gemacht. Ein paar Mal mehr, als man das eigentlich musste. Es hat mich zu dem damaligen Zeitpunkt so ein bisschen, das war so ein Dilemma für mich. Auf der einen Seite habe ich mir gedacht, jo, das war doch ganz cool, dass ich euch extra Content gezeigt habe. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, so, jo, ich hätte das Spiel viel schneller durchhaben können. Ich habe mich jetzt lange Zeit an etwas aufgehalten, was einfach nichts gebracht hat. Aber im Endeffekt, jetzt so am Ende bin ich doch recht froh drüber, dass ich da ganz viele verschiedene Killbedingungen euch zeigen konnte. Und das war ja, glaube ich, auch gar nicht mal so langweilig. Man musste da wirklich kreativ werden. Und so, das sind jetzt die Bilanzen hier, falls euch das interessiert. Gibt es noch irgendwas anderes, was man hier... Hier alle tot. Dich habe ich ja schon gemaxt. Waffenlizenz könnte man den noch... Oh, man könnte die... So kann man sie also entfernen, tot anordnen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich hätte ihn auch Kleidung geben können. Habe ich nie gemacht. Naja, es ist ja auch nicht nötig, also... Das ist ja jetzt auch... Das war ja nie nötig. So, gut. Dann würde ich sagen, kaufen wir nochmal alles voll. Weil... Warum nicht? Es schadet ja jetzt nicht. So. Da auch nochmal kaufen, da auch nochmal kaufen. Du und da und da und da. Und da und da und da und da. Zack, 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 zack. Perfekt. Und hier auch nochmal. Ich hoffe, ich kann mir das überhaupt... Ich glaube, ich kann mir das nicht mal leisten. Jetzt werde ich am Ende ein armer Don sein. Ich meine, das ging fast unter. Er wurde ja zum Don befördert. Gut. Das noch. Und ja, wir sind pleite. Mehr geht leider nicht. Okay. Ja, du, ich hab's versucht. Ich habe hier versucht, hier alles zu kaufen. Jetzt müsste man halt noch ein bisschen weiterspielen, etc. Aber ich denke mir so, warum soll ich jetzt hier noch weiterspielen? Ich werde mir das jetzt speichern. Ich kann mal gucken, was passiert, wenn man auf Online-Spielen geht. Tutorials war einfach nur nochmal diese ganzen Cutscenes. Na, die haben wir ja alle gesehen. Alles gut. Online-Spielen. Ich versuch's mal, was dann passiert. Vielleicht kommen wir ja zumindest irgendwie, bekommen wir irgendwie eine Cutscene oder so, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Vielleicht kriegt man auf die Art und Weise nochmal irgendwas. Ach, da kommt nur Verbindung hergestellt und dann, ja, kann man das nicht machen. Die Credits hatte ich ja gerade schon am Laufen gehabt, ne? Das ist ja, ja, das hatten wir ja schon. Ne, geht nicht mehr. Da kommt man nicht rein. Ja gut, dann gucken wir uns eben nochmal die Trophäen an. Ich muss natürlich die Platin-Trophäe einmal synchronisieren. Ach, schön. War natürlich jetzt für mich eine kurze Reise, für euch eine nicht ganz so kurze Reise. Es sind ja jetzt letztendlich doch 35 Folgen gewesen. Hätte ich wirklich nur 5 Leute mit der Killbedingung erledigt und hätte ich gewusst, dass die Manganos irgendwann zu einem Zeitpunkt der Story mir sämtliche Betriebe wegnehmen würden. Wenn ich das alles gewusst hätte, hätten wir wahrscheinlich 5-6 Folgen einsparen können oder so. Aber, ich meine, das Spiel ist so oder so kurz. Ich hab die Zeit einfach genossen. Man muss nicht immer hetzen zur Platin-Trophäe. Da ist sie auf jeden Fall. 3.10.23, 11.40 Uhr. Einfach ein schöner Stern. Ja,
Das ist Vollstrecker, das waren die 10 Exekutionsarten, man musste ja sowieso alle machen. Genau, das war natürlich eine der anspruchsvollsten Trophäen im Spiel, weil einige Exekutionen echt nervig waren. Also wenn ihr euch erinnert, wie oft ich durchgedreht bin bei dieser Flaschenexekution. Dass er die Flasche auch immer so bescheuert geworfen hat. Ich bin froh, dass ich das dann doch irgendwie hinbekommen habe. Genau, und das, diese Trophäe, ich hätte nur 5 Stück killen müssen mit der Fähigkeit, mit der Killbedingung. Das, ja gut. Ich bin nicht unglücklich drüber, dass es jetzt so verlaufen ist. Dadurch konnten wir noch ein bisschen länger Zeit hier verbringen in dieser schönen Mafia-Welt. Und man muss bedenken, es gibt ja keinen dritten Teil. Weil sich der zweite Teil in Amerika, in den USA wohl nur 240.000 Mal verkauft hat. Deswegen gab es keinen der Parte 3 leider. Und ich glaube, da wird auch nie was in diese Richtung kommen. Wobei, vielleicht irgendwann nochmal. Oder es wird irgendwann nochmal geremaked komplett, so wie Mafia 1 zum Beispiel. Hätte ich auch nichts gegen. Weil ich meine, die Filme sind ja legendär und deswegen, die Spiele konnten dabei nie so wirklich, habe ich das Gefühl, nie so wirklich mithalten. Weiß ich, vielleicht kamen sie auch einfach zur falschen Zeit raus. Weil das ist so 2009, das ist so in der Zeit, wo 2008 kam GTA 4 raus. Ich weiß nicht, ob sich die Leute dann nicht lieber GTA 4 gekauft haben. Gerade in Amerika, in den USA. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an GTA 4, könnte ich mir vorstellen. Kontrollieren sie 3 Kartelle, 5 Kartelle. Kontrollieren sie alle erpressbaren Geschäfte, Razzia. Alle Verbrechen, ist auch eine Goldtrophäe, ne? Organisiertes Verbrechen, kontrollieren sie alle Kartelle. Dann die Trophäen für die Safes, Safeknacker, Mobface, das war die erste Trophäe, die ich bekommen habe. Also 30.09.23, 11.09 Uhr bis 3.10.23, 11.40 Uhr. Also so lange habe ich jetzt letztendlich gespielt, mit dazwischen auch noch schlafen und etc. essen. Krass. Ein Upgrade in Ehren, verbessern Sie die Fähigkeit oder Waffen eines Ihrer gemachten Männer, das habe ich ja gemacht. Bombenstimmung. Befehlen Sie einen Bombenanschlag, hätte man auch öfter machen können, habe ich nur einmal verwendet, diese Funktion. Befehlen Sie Ihren Männern in der Don-Ansicht einen Angriff. Man hätte natürlich auch mit die Leute da immer hinschicken können und dann hätten die einen das vielleicht erobert. Hätte man nicht so viel machen müssen. Aber ich fand das eigentlich gut, dass ich das immer selbst gemacht habe. Vendetta, eliminieren Sie 3 rivalisierende Familien. Hinterhalt, eliminieren Sie 4 rivalisierende Familien. Es ist nichts Persönliches. Eliminieren Sie eine rivalisierende Familie, indem Sie Ihr Anwesen sprengen. Und bis zur letzten Familie schalten sie alle 5 rivalisierenden Familien aus. Och, die tut auch sehr, sehr gut, die Trophäe hier. Alles rein geschäftlich. Eliminieren sie Hyman rot. Ich weiß gar nicht, warum sie ihn Hyman genannt haben immer. Das wird doch Hyman ausgesprochen, oder nicht? Doppellösung. Eliminieren sie 2 rivalisierenden Familien. Achso, ja. Waffenschmuggler. Ein Waffen-Upgrade Stufe 2 finden. Maximierte Feuerkraft. Ein Upgrade Stufe 3 finden. Bankgeschäfte. Rauben sie die erste Bank aus. Und Bankenkrise. Aus einem Bankgeschäft wurde eine Bankenkrise, überfallen sie alle Bänke. Banken. Dann die ganzen Trophäen für die Kills. Da habe ich mir viel zu viel Sorgen gemacht, also das war ja locker drin. Ohne Probleme. Also da habe ich mir echt viel zu viele Sorgen gemacht. 25 mal, 250, 100, wobei hier steht irgendwie was von... Hier steht irgendwas von 50, aber das sind nur 25 gewesen, das ist ein Fehler hier im Text. 25 mit den Fäusten. 500 freie Arbeitsplätze, das ist auch eine geile Bezeichnung. Das ist genau mein Humor. 150 Gegner mit den Schusswaffen, das haben wir, glaube ich, locker drin. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir 500 haben oder so jetzt. Oder noch mehr. Rekrutieren Sie einen kompletten Familienstammbaum, genau, Festung. Setzen Sie an einem Ort alle verfügbaren Wachen ein. Das habe ich ja sowieso jedes Mal gemacht, weil das halt im Trophäenforum stand, dass man das so machen soll. Ist ja eigentlich auch nicht so dumm gewesen. So hat man das Risiko minimiert, eben die Betriebe wieder zu verlieren, auch wenn das trotzdem hin und wieder passiert ist. Was wahrscheinlich jetzt letztendlich daran lag, dass gerade bei den Manganos eben noch wichtige Leute am Leben waren, diese Kapos und so weiter. Und die wurden dann natürlich zu den Betrieben geschickt und da konnten meine Standardwachen natürlich nicht mithalten. Also wäre es im Endeffekt doch gut gewesen, bei allen Familien alle Killbedingungen vorher zu machen, um sie maximal zu schwächen. Das kann man natürlich auch machen. Rechte Hand, befördern Sie einen Ihrer gemachten Männer zum Capo und zum Capo Decina. Das ist ja Joe geworden. Auch völlig verdient, ist mein erster Mann. Und der erste Mann ist dann eben auch der Capo Decina, weil er immer zu mir gehalten hat. Erstes Kartell, rekrutieren Sie Ihren ersten Soldaten, sozialer Aufstieg, Ratgeber. Akzeptieren Sie Tom Hagen als Consiglieri. Das hat auch gut getan.
CIA, tot oder lebend. Töten sie Henry Mitchell. Den haben wir auch einfach so gekillt, ohne irgendeine Cutscene nochmal. Da hätte man auch viel mehr draus machen können. Sehen Sie es als Geschenk an. Erhalten Sie von jeder Gefälligkeit eine. Das war ja auch zum Glück in dieser einen Folge, wo ich da alles auf einmal gemacht habe. Die Saves. Die Waffen-Upgrades habe ich da komplettiert. Und eben auch die Gefälligkeiten für die korrupten Beamten. Genauso wie diese scharfe Waffen sammeln Sie alle Schusswaffen-Upgrades der Stufe 2 und 3. Und das alles resultiert in diesem schicken Baby hier, Platin-Trophäe. Ja, wunderbar. Haben wir das? Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge, mit diesem Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich alles im Voraus aufgenommen habe. Aber es hat so viel Spaß gemacht und ich will mich selber nicht bremsen, wenn ich Spaß am Zocken habe. Deswegen, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Und wenn das der Fall sein sollte, würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch bei den zukünftigen Projekten wieder mit dabei sein würdet. Lasst euch überraschen, was es sein wird. Ich muss mir das selber jetzt nochmal überlegen. Ich muss jetzt selber auch überlegen, was ich jetzt in der Zeit mache. Ich werde ja jetzt nicht 35 Folgen lang hier nichts aufnehmen. Das heißt, ich nehme ja irgendwas anderes weiter auf. Vielleicht ja The Ballad of Gay Tony. Das wäre ja auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass ich das so ein bisschen nebenbei mache. Und ich muss GTA Advance nochmal beenden. Das habe ich auch noch nicht fertig. Ich werde mir was einfallen lassen. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao.